Es gibt wieder mal einiges zu tun hier in der Werkstatt. Unter anderem auch hier dieser Behälter von meiner Absauganlage. Das ist dieser Auffangbehälter, wo dieser Zyklonabscheider drauf ist. Ich habe das Ding jetzt schon seit über 2,5 Jahren im Einsatz. Der Behälter hat sich zusammengezogen. Gut, dann fangen wir damit mal an. Eine Baustelle beenden und dann zur nächsten. Wir werden jetzt uns erstmal hier das Teil hier mal erstmal abmachen. Ich weiß nicht, ob ich den Deckel da drauf bekomme. Ich kann es mal ausprobieren, dann spare ich mir die ganze Arbeit. Jetzt schauen wir mal. Ja, wunderbar, ey. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass das passt. So, es ist sauber. Ich bin so froh, ich habe da überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, dass das überhaupt passen würde, könnte. Es sieht wenigstens etwas vernünftiger aus als vorher. Hier habe ich noch Fichteleisten oder Kiefer, was auch immer. Die werde ich immer auf Länge zuschneiden und dann werden die ineinander versenkt. So, und da haben wir das. Jetzt werden wir die einmal reinstecken, ob das passt. Das passt wunderbar. Ein bisschen Leim ist gut. Gleichmäßig mittig in den Behälter rein. So, man kann das, wenn man möchte, kann man das Ganze natürlich jetzt von außen noch mal festschrauben. Ich würde das nicht tun. Das wird schon halten. Ich werde jetzt hier einfach mal hier den Deckel drauf machen. Verschluss kommt hier noch drauf und dann sollte das ausreichend sein. Aufgabe Nummer 1 fertig. Und hier seht ihr meine kleine Werkbank. Ihr kennt die Dinger, die gibt es ja von verschiedenen Herstellern. Die Oberfläche, die ist schon ziemlich kaputt. Man kann das Ganze natürlich auch schön abschleifen, nochmal sauber machen. Aber ich habe hier auch irgendwie kaputte Stellen. Das Holz ist jetzt gerade nicht mehr so schön. Da sind Schnitte drin. Das werden wir jetzt auch noch ein bisschen auffrischen. Ich habe vor allem ist das total verstaubt und verschmutzt. Das werde ich jetzt mal etwas verschönern.
So. Ja, jetzt ist es auch wenigstens optisch schön. Und somit haben wir die Aufgabe Nummer 2 auch fertig. Als nächstes mache ich hier mal meine Werkbank ein bisschen sauber, schleife die Oberfläche ein bisschen ab, denn ich habe in letzter Zeit ja auch ein bisschen Metall verarbeitet. Da haben wir den ganzen Staub, den ganzen Dreck, der sich da in das Holz reingefressen hat. Leimreste, Epoxidharz und alles. Deshalb gefällt mir die ganze Oberfläche nicht. Also schleifen wir ein bisschen ab. Endlich wieder mal eine schöne glatte Oberfläche, auch die dritte Baustelle sozusagen ist fertig. Ich meine, es waren jetzt keine großen Aktionen, die ich heute gebracht habe, aber das sind Dinge, die man halt auch zwischendurch mal machen muss. Ansonsten habe ich für heute, zumindest für euch, nicht mehr viel zu zeigen. Ich werde wahrscheinlich hier noch ein bisschen aufräumen. Ich habe noch ein paar Holzreste hier rumliegen, die ich dann erstmal entsorgen werde. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss. Bleibt auf jeden Fall gesund. Bleibt zu Hause, genießt eure Zeit. Ja, ich weiß, es ist gerade eine Zeit, die wir jetzt durchmachen müssen. Hoffentlich ist es bald vorbei. In diesem Sinne, macht's gut, liebe Freunde. Bis dann. Tschüss.